Hallo und herzlich willkommen zurück beim Bus-Simulator 16. Folgendes. Dies wird wahrscheinlich die letzte Folge sein, weil wir haben ja auch schon eigentlich alles gesehen, alle Routen, alle Stadtteile freigeschaltet, alle Busse. Ich habe auch, ja, ich habe noch ein paar Routen hinzugefügt hier und noch ein paar Leute eingestellt. Hier ist ja unser Öser jetzt legendär, Pandoris legendär, Akkas legendär, Scheiber legendär, Alexander legendär, Herr Friedrichs legendär, Fridos ist ein Profi, Kronk ist legendär, Komodo ist ein Profi, Big Jude ist legendär, Sarazar ist ein Profi, Turbinato ist sehr erfahren, Trash Tasmani ist sehr erfahren, Timmy ist Profi, Mafuyu X ist sehr erfahren, Kevin sehr erfahren, Nick Profi, also manche habe ich noch eingestellt hier, wenn ihr die noch nicht kennt, Brigitte ist sehr erfahren, Stefan ist ein Lehrling und Gilbert ist erfahren. Das sind auch manchmal Insider, warum die so komisch heißen. Feuern will ich die natürlich nicht. So, unsere Busse hier. Die kennt man ja, glaube ich. Zum Beispiel den hier, das ist ja der. Und was habe ich noch? Ich habe noch mehr, diese 505, wie ich die immer nenne. Einer, der sieht denn so aus. Ja. Kann ich auch nicht schneller klicken, ne? Und habe ich noch so einen komischen. Ich nenne ihn fast mal den Love-Bus. In Pink und hier ein bisschen herziehen und so. Ja, gut. So, aber was wir jetzt auch machen wollen, wollen uns nochmal eine sogenannte 506 kaufen. Diesen Bus hier. Den Gelenkbus The Man. Das ist der letzte, den ich euch noch zeigen möchte. Ja, und dann war es das soweit. Den passen wir gleich nochmal an und fahren den nochmal. Mit den Errungenschaften. Irgendwie, wenn man 20 Routen hat, dann hat man die Errungenschaften bekommen, dass man alle Haltestellen verbunden hat. Obwohl ich längst alle verbunden habe. Aber wahrscheinlich wird das so getriggert. Dann würde es noch eine allerletzte irgendwann geben, dass man 1000 Kilometer fährt. Und ich habe gerade 184 Kilometer gefahren. Das würde allerdings noch sehr, sehr lange dauern. Und wenn mein Level noch weiter aufsteigt, Level 23 bin ich, dann kommen, glaube ich, auch nur neue Fahrer dazu. Und nichts weiteres. Alle Werbung, alle Aufkleber und alle Busse und alles haben wir ja alles freigeschaltet. Ja, irgendwas wollte ich eben noch sagen. Ach so, und mit der Route. Ich wollte eigentlich. Ich habe erst gedacht, ich verbinde alle Strecken hier, aber man kann nur bis zu 20 Haltestellen verbinden. Also ich könnte auch keine mega übertriebene Strecke bauen, die durch alle Gebiete fährt, durch alle Haltestellen. Also das geht auch nicht. Und dann habe ich nochmal irgendwann gehabt, dass ein Betrunkener bei uns eingestiegen ist, den habe ich reingelassen. Aber dann kriegt man nur einen kleinen Minuspunkt so und das war's. Und der pöbelt auch nicht rum oder so. Also ist auch nichts Spektakuläres. Und dann habe ich auch nur einmal bis jetzt gehabt, dass ich zu einer Bushaltestelle gefahren bin und da stand ein Auto. Da muss ich einfach hupen und dann fährt das Auto weg. Das habe ich bis jetzt ein einziges Mal gehabt. Ansonsten haben wir alle Gespräche gehört, alles gesehen, alle Busse gezeigt, bis auf den einen. Und das ist, das glaube ich, das Letzte, was ich jetzt machen würde. Ja, das Let's Play 25 Folgen gehabt. Ich denke, das ist in Ordnung. Und mal gucken, was dann danach so kommt. Far Cry geht natürlich weiter. Stranded Deep und The Forest. Vielleicht kommt hier und da mal Punch Club oder Scrap Mechanic und ansonsten muss ich mal schauen, was ich dann so im Angriff nehme. Könnt ihr auch mal ein bisschen etwas ruhiger auf den Channel werden. Oder ja, mal sehen. Vielleicht kommt ihr auch mal Forest, kommt auch mal einen Tag später sogar oder Stranded Deep, also auf den einen Tag und dann den nächsten Tag auch nochmal oder so. Zwischendurch mal, das könnte natürlich auch mal passieren. Naja, lange Rede, kurz Sinn. Jetzt kaufen wir uns den Man Line City A23. Hat auch eine Rampe, 51 Sitze, Gelenkbus natürlich, 17 Tonnen, ist ein bisschen leichter, hat auch ein bisschen weniger Plätze scheinbar, von 2015 und den kaufen wir uns. Stylerbus, und dann habe ich wieder eine Errungenschaft, joa. Hier. Da habe ich auch 20 Fahrer, 20 Routen im Besitz. Aber ich werde das natürlich wahrscheinlich noch trotzdem noch weiterspielen, offscreen. Nochmal sehen. So sieht die also aus. Wie machen wir den mal? Diese Farbe habe ich noch nicht, glaube ich, noch gar nicht genommen. Die nehme ich dann mal.
Ja, mit den Aufklebern weiß ich immer nicht so ganz genau. Ich klatsche einfach immer irgendwas ran, wenn überhaupt. Haben wir noch so anderes Gelb? Ja. Hier oben vielleicht mal. Vielleicht mal so ein bisschen größer. Vielleicht da hinten auch noch mal. Dann noch mal dieselbe Farbe. Dieselbe. Ja. Hatte so ein paar Sternchen dran. Naja. Vielleicht hier noch mal so ein paar kleine Sternchen. Ja, ich weiß nicht, was ich hier mache. Also da seid ihr bestimmt kreativer als ich. Das ist der Sternchenbus. So. Und dann nochmal. Sieht schon scheiße aus, aber okay. Na, Werbung muss trotzdem noch dran. Bisschen mal das. Dann hier diese Werbung. Ja, Zentrale kommt dann mal hinten dran. Und hier kommt dann noch mal, ja, ich weiß nicht genau. Das alte Ding, das passt da überhaupt gar nicht mehr hin, optisch, aber okay. Dann habe ich den angepasst. Habe ich den auch die 506 benannt überhaupt? Nein, habe ich nicht. Hat er auch alles gespeichert? Ja, ne? Richtig. Okay. Dann habe ich hier auch noch mal eine Station, eine Route gemacht. Da habe ich auch noch eine Route. Hier, ach so, hier könnt ihr dann, kann ich ja den Fahrer noch einstellen, den Gilbert. Okay. Aber die können wir vielleicht auch noch mal gerne fahren. Schnellen Start, nö. Vielleicht mache ich die noch mal alles ausführlich, fahre noch mal auch in die Garage. Ich höre schon Pisswetter. Noch mal ein letztes Mal Kaffee trinken. Wird alles in der Statistik auch sogar angezeigt, wie oft man getrunken hat, wie oft man gehupt hat, wie oft Unfälle, dies, das. So, will ich mir den. Ach, ich mach erstmal an, nur. Gucken wir uns gleich nochmal an. Muss noch ein bisschen Licht anmachen. So. Das und das. Ja, die kommen doch alle ganz gut durch. Ich mach erstmal mein Tor hier zu. Gerade so geht das, ne? Zack. Na, die guckt ja auch die Püppi wieder. So, hier drin sieht das so ähnlich aus wie der andere Bus natürlich. Man-Bus. MAN. Ist auch ein Viertürer. Ja, ganz nett, ne? Hier mit so einem anderen Gelenk auch, das hatten wir auch manchmal so ein bisschen. Aber das kommt mir bekannt vor. Dass man hier die Klappe nicht aufmachen kann, ne? Der setzt sich einfach so rein. Naja. Zack. Hört sich auch an, wie dieser ein Bus da von uns. Unser Sternchenbus. So schlecht sieht er nun auch nicht aus. Geht. Geht aber. Ich weiß gar nicht, wie viel Mafuyu X und Currywurst, wie viele Folgen die von den Let's Play gemacht haben. Weiß ich nicht, 14, 15, 16 Folgen. Und ich bin hier bei 25. Ich nehme mir natürlich immer für die Dinge Zeit. Aber so hat man alle Routen, alle Busse,
gesehen, ungefähr alle Aufträge und alle Gespräche von Ben. Außer einmal war das ja so ein bisschen abgehackt. Da musste ich schnell nochmal die Aufnahme starten. Das kam ein bisschen plötzlich, dass ich irgendwas geschafft hat. Aber sonst habe ich alles mit euch geteilt, das Wesentliche. Natürlich auch viel Offscreen gespielt. Gibt übrigens auch Steam-Sammelkarten bei diesem Game. Also man kann sich auch ein schönes Abzeichen holen. Oder Emoticons, die Dinger heißen. Oder natürlich Hintergründe. Mir auf dem Profil ist es auch ein Hintergrund von diesem Game. Ja, mit Games ist immer so eine Sache, ne? Und ich weiß noch nicht, ich wollte ganz gerne Trackmania Turbo, hatte ich im Blick, sag ich mal. Aber die Bewertungen sind nicht so gut, ist ausgeglichen. Und viele sind davon sehr enttäuscht. Und Rollercoaster Tycoon World sollte am 24. März rauskommen, ist im Handel, haben viele sich gekauft, geht gar nicht das Spiel. Jetzt soll das am 30. März zumindest bei Steam erscheinen und dann auch als Early Access. Oh Gott, ich sehe schon schwarz. Ich glaube, das ist auch wird nicht gut sein. Naja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja auch nochmal ein DLC von hier diesem Spiel, Bus-Simulator. Neue Busse, neue Strecken oder irgendwas, das würde ich mir vielleicht auch wünschen. Also eigentlich finde ich das Game ganz nett, obwohl die Bewertung ist auch nur ausgeglichen. Naja, Punch Club DLC ist ja so ein bisschen komisch, sag ich mal. Ich brauche Leider. nur eine Fahrkarte. Allerdings, ich habe das ehrlich gesagt noch nicht wieder gespielt, aber ich probiere da noch mal so ein bisschen und dann kommt mal wieder was davon, denke ich mal. Aber ich habe ja gesagt, unregelmäßig ist natürlich aber sehr unregelmäßig scheinbar. Wie gesagt, das konnte ich ja nicht versprechen. Was sonst so für Games rauskommen, ich bin ja auch nicht so der Shooter-Gamer und alles. Obwohl das Spiel The Culling ist auch ein Early Access, geht allerdings nur im Multiplayer, das wäre vielleicht auch so ein bisschen was für mich. Ansonsten weiß ich gar nicht so ganz genau, ob ich mir in dieser Zeit großartig Spiele hole. Factorio würde mir vielleicht auch gefallen. Und ob ich dann dazu was Let's Play-Technisches machen würde, weiß ich dann natürlich auch noch nicht so genau. Also es gibt ein paar Konstanten auf dem Channel, aber auch so ein paar Fragezeichen. Also könnte auch mal so eine Zeit lang wieder ein bisschen ruhiger werden. Ich glaube, ich brauche Gab ja auch mehr jetzt mal ein bisschen mehr. Und wenn man noch ein bisschen im Rückstand ist, dann kann man auch vielleicht ein bisschen aufholen. Guten Tag. Natürlich viele Eine normale Playlisten. Einzelfahrt, bitte. Danke, mein Ich nehme es alle Lieber. passend, ne? Gibt natürlich viele Playlisten so, die man noch gucken kann an Let's Plays. Ja. Eine Rampe hat das Ding natürlich auch hier. Der Bus, meine ich. So. Hauptsache, ich baue nicht so viel Scheiße, wenn ich hier so viel sabbel. Etwas schwer, sie zu konzentrieren, aber es müsste eigentlich passen. So. Ja, diese MAN-Busse oder MAN-Busse, die sind natürlich so spektakulär oder anders sind die nun auch nicht. Generell unterscheiden sich die Busse so großartig nun auch nicht. Doch, ich muss mal rüber hier. Ich komme mal rüber. Es ist noch Bus da. Stehe hier natürlich so ein bisschen doof. Ne? Aber ich komme ja gleich rüber. Vielleicht komme ich ja wirklich rüber, hoffentlich. Fahrt, Fahrt. Die Hupen hören sich auch immer gleich an. Das kennt man ja aus anderen Spielen. Sich immer alles ziemlich gleich anhört. Jetzt muss ich die Economy. Der
Der Multiplayer ist natürlich hier auch nicht so pralle. Das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Man kann sich leider nicht sehen. Und man sieht überhaupt keine anderen Busse generell hier auch im Singleplayer nicht. Das ist ein bisschen schade, dass man sich nicht Beispiel grüßen kann oder so den anderen Bus oder keine Ahnung, bei einem wirklich mitfahren. Wenn man Multiplayer spielt, kann man einem nur helfen, eine Route zu fahren und dann, dass es den anderen, bei den anderen natürlich schneller geht und dass er mehr Geld verdient, sag ich mal. Danke, mein Lieber. Obwohl bei AK Fahrservice habe ich viele Rekorde gemacht, sag ich mal. Weil ihr das Game wohl auch nicht so gut läuft und dann bei mir läuft es natürlich, meistens hole ich immer 5 Sterne, fast immer. Ist dann eben so. Trotz manchmal Unfälle. Oh, ich hab gesenkt, Mist. Nicht wieder hochgemacht. Also, was denn das Gegenteil von absenken? Aufsenken? Keine Ahnung. Ja, manchmal sieht das auch so aus, so. Benny spielt Bus-Simulator. Jessica und Akka spielt Bus-Simulator. Aber man spielt eigentlich gar nicht zusammen. Oh, hier muss ich rum. Scheiße. Was habe ich mir da für eine Route ausgesucht? Hier ist es so eng. Na, manchmal spielen zwei Leute dasselbe Spiel, fast zur selben Zeit. Aber ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Das sind halt so Zufall. Aber das sieht dann so aus. Ach, die beiden wieder. Nee. Erstens, man spielt gar nicht so oft miteinander. Und zweitens, der Multiplayer ist hier ja nicht so gut. Spielt mal lieber für sich, sag ich mal. Ist er ein Betrunkener? Danke. Einen schönen Tag. Nö. Der hat manchmal immer auch so ein Modell. Das ist auch wieder, dass wenn ich 3 mache, das ist die letzte Tür. Ja, genau. Gott, wie soll ich denn hier heil rumkommen? Wer hat sich diese enge Straße hier ausgedacht? Er muss eine Herausforderung irgendwo auch mal sein. Diese Busse, die kenne ich, diese Geräusche von dem Motor. Motor meine ich. Ja. Und der ist auch enger gebaut, das weiß ich, als die anderen Busse. Als viele Busse. Also diese Man-Busse, MAN-Busse, so im Real Life, die mag oder mochte ich auch nicht. Muss ich sagen. So. So eine Dreckschleuder. Ah, meine Kamera an sich ist auch immer so komisch. Riecht es hier nicht nach verbranntem Toast? Ich hoffe nicht. Was rennt er denn da? Will keiner? Keiner Ticket? Beziehungsweise haben schon alle, sag ich mal. Ja, tut mir leid, ich konnte euch jetzt nicht durchlassen, weil der da vorne nicht fahren wollte. Vielleicht wollte er einen fahren lassen. Aha. Nein, wahrscheinlich auch nicht. So, wie lange haben wir denn noch? Nummer 6 bis Nummer 13. Oh, das haben wir ja noch ein bisschen. Zum Abschluss könnte die Folge noch ein bisschen länger sein. Schätze ich mal. Und dann, wo ist dann denn die nächste Garage? Ach so, dann da ist wahrscheinlich auch eine Garage. Garagen habe ich, glaube ich, auch alle freigeschaltet. Da kommt, glaube ich, auch nichts mehr. Ja, fahr auch. Grüner wird's nicht. Was im Sinne mit den ganzen Bäumen? Ja,
Ja, jetzt ist ja auch Frühling gerade. Frohe Ostern. Ja, das war ja ein logischer Satz. Ja, Frühling ist auch, es wird wärmer. Aber wenn ihr dieses Video seht, ist ja noch Ostermontag. Und ich habe euch, glaube ich, noch nicht frohe Ostern gewünscht. Das möchte ich hiermit tun. Frohe Ostern. Immer noch. So. Manchmal verhaspel ich mich, das ist komisch. Danke, mein Lieber. Ich brauche eine Fahrkarte. Bitte, mein Liebe. So, du kriegst auch das übliche wieder. Danke. Einen schönen Tag. Ah, was klemmt denn hier? Wo klemmt's? Hier. Am Anfang hat dieser Ben gesagt, dieser eine Busfahrer, der in Ruhestand geht, bei alten Bussen, da klemmt dann öfter mal was. Aber das ist ja ein neuer Bus. Und bei neuen Bussen klemmt das hier genauso. Vielleicht sind die noch zu neu, noch nicht eingefahren. Ich fahre ja, das ist ja auch gerade die Jungfernfahrt. Naja. So, ich hoffe, das Wetter... Oh, ich fahre mal wieder ein bisschen zurück. Ich hoffe, das Wetter bleibt denn so gut. Weil ich fahre gerne Go-Kart. Mit einem gewissen Bekannten. Auf diesem Channel. Und wenn das Wetter gut ist, dann kann man natürlich auch draußen fahren. Was natürlich noch ein bisschen besser ist als drin. Also es ist In- und Outdoor-Go-Kart-Bahn. Ich gehe mal davon aus, dass wir, wenn ihr diese Folge seht, am Ostermontag, dass wir bis dahin da gewesen sind mal wieder, weil wir hatten das eigentlich vor. Wenn nicht, dann wird das bestimmt noch nachgeholt. Das ist genau mein Ding und klar, es ist eine lange Strecke. Und ich glaube, ich frage da auch ein bisschen zu oft dran und ich bin da so ein bisschen am Nerven. Weil ich könnte das fast jeden Tag fahren. Es war ein bisschen teuer, aber naja, ich habe gut reden, natürlich auch. Naja. Ob ich das hier anspreche, weiß ich nicht. Fällt mir nur gerade so ein. Zu gutem Wetter, sag ich mal. Und das hier, das Spiel, hat was mit Fahren zu tun, deswegen. So. Der Sternbus-Dorm. Sechs Sterne haben wir ja. Auch habe ich ja drauf geklatscht, genau. Die sehen ja auch wunderschön aus, die Uhr. Naja. So, wie geht denn der ab? Hey, was geht ab? Oh, der fährt aber auch. Oh, ist auch ganz nett. Aber ich glaube, der davor, der andere kleine MAN-Bus oder MAN-Bus, wird überhaupt ausgesprochen, weiß ich nicht. Ich glaube, der geht am meisten ab von der Beschleunigung her. Über 70 fährt man hier sowieso nicht. Vielleicht darf man es auch nicht. So, da ist der olle Fernsehturm mal wieder. Den haben wir auch schon oft gesehen. Nett. Eine Fahrkarte bitte. Einmal normal die Woche. Okay, 2 Euro. Danke. Der wollte nicht mehr rein, ne? Darf der auch nicht so. Mann, wie die manchmal rasen. Nächster Halt. Ich hoffe, ich bieg das Gelenk auch nicht irgendwann zu stark, sonst hab ich verloren, sag ich mal. Da fahre ich mal eben, rase ich mal so durch. Oh, das war riskant. Da hätte auch einer auf der Gegenfahrbahn sein können, natürlich. Ich sehe schon, das wäre bestimmt eine halbe Stunde voll. Aber zum Abschluss. Sag ich mal, gönn dir. Wie spät ist es? Ich weiß es nicht, aber... Er ist mal viel zu weit. Keine Angst. Ich möchte Mama nicht schon wieder. Geht ja noch. Wir sind nie zu spät. Sie ist
Ja, wir hängen da hinten ein bisschen über mit unserem Arsch, aber... Naja. Ah, was ist da hinten? Püppi, du bist gerade eingestiegen. Mann, pass doch auf. Ich gehe schon. Ja, alles gut. Das ist so, wenn die nicht zugeht, geht nämlich die mittlere Tür auch nicht zu da. Sozusagen mittlere Tür, was man so mittler nennt bei vier Türen. Die zweite da. Zweite und dritte macht man, schließt man und öffnet man hier mit Taste 2. Und die ganz hinterste, die vierte, mit Nummer 3. Warum, weiß ich nicht. Ich hätte auch Nummer 4 gedrückt. 1, 2, 3 und 4. Wo ist das Problem? Aber naja, okay. Wo ist das Problem? So ballern wir mit 70 Sachen durch. Da bestimmt Ampel, ne? Also Ampelrot, aber. Ja, okay. Da komme ich mal durch. Der Motor ist aber. Naja. Schön klingt das nicht. Freiheitsstraße Westen. Was ist mit den Herren da? Hat sie es anders überlegt. Na gut. So, haben wir es auch gleich geschafft. Guten Tag, hallo Leute. Ja. Weiß ich auch nicht, warum ich das jetzt sage, aber keine Ahnung. Alles gut, alles gut. Hier wird es immer so eng. Oder die Straße wird halt schmaler. Meißenstraße ist bei mir oft die Endhaltestelle. Ja. Von 20 Strecken bestimmt 3-4 Mal, sag ich mal. Bestimmt. So, Profits LP, Fahrservice oder wünscht einen angenehmen Aufenthalt und beehren Sie uns bald wieder. Ja, und euch wünsche ich mal. Tja, noch schöne Ostern. Guckt auf den Channel rum. Was es sonst noch so Schönes gibt, vielleicht. Genießt das schöne Wetter und die Osterferien vielleicht. Ja, ich fahre nochmal zurück. In die Garage. Als Sinnbild dafür, dass das Let's Play zu Ende ist. Das war die letzte Fahrt. Ich gehe auch in Ruhestand. Nein. Also jeweils on-air oder online-mäßig, sag ich mal, oder ja. Als Let's Play gehe ich in Ruhestand, aber sonst bin ich vielleicht noch dabei. Wahrscheinlich. Denke mal nicht, dass ich das nicht mehr spielen werde. Obwohl ich so ziemlich alles, quasi habe ich alles durchgespielt. Man kann natürlich noch immer mehr Busse kaufen, Angestellte, Routen machen, immer mehr verdienen, Level aufsteigen, aber dann kannst du ja nur neue Fahrer einstellen. Na gut, und die letzte Errungenschaft kannst du dir noch schnappen vielleicht. 1000 Kilometer gefahren.
Naja, mal gucken. Die Motivation, die wird natürlich dann kleiner, ne? Wenn man alles geschafft hat. Das ist auch klar. So. Tor, öffne dich. Ja, bedanke ich mich für die Treue und wir sehen uns wieder. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Sage ich dann nochmal am Bussimulator. Und der Bussimulator Benny, der verabschiedet sich jetzt. Und ja, bis dahin. Tschüssi.